Mahlzeit, mein Name ist Balfemer und heute gibt es wieder ein schönes Reaction-to-Video, beziehungsweise eigentlich nur Balfemer schaut, weil ich kenne das Video, ich kenne den Song, habe ihn megamäßig gefeiert. Ich glaube, damals sind die, was heißt damals, vor ein paar Monaten, war das so ein richtiger Hype, der ausgelöst worden ist und da sind nochmal die Reaction-to-Videos so richtig gepostet, denn der Videotrack selber ist der Oberburner. Ihr kennt ihn wahrscheinlich schon, ne? Von Eskimo Cowboy, Hyper Hyper. Ich habe die damals schon ein bisschen gesehen, da war die noch ein bisschen kleiner. Das war auf dem Umsonst-Festival hier in Bochum. Da ums Bermuda-Dreieck rum von 1 Live oder so, ne? Da waren die schon auf der Alternative Stage. Bochum Total heißt es, genau, richtig. Und auch da habe ich die schon richtig gefeiert. Damals noch mit dem alten Sänger und mega, mega gut und sie haben es einfach raus, damals schon elektronische Musik mit Hardcore richtig geil zu mixen, dass da einfach richtig geile Melodien rauskommen und auch richtige geile Parts, wo man so richtig rausrotzen kann, was einen im Alltag nervt und stört und richtig, richtig cool, richtig, richtig gute Jungs und mit dem neuen Sänger und den, ich sag mal, da sind so ein, zwei neue Stilelemente reingekommen und gerade dann auch der Humor, der nochmal Einfluss gezogen hat in ja, dem Typ. Ja, ich erzähle das gleich. Auf jeden Fall richtig, richtig geil. Und ich habe damals schon, wollte ich das Video machen und habe mir dann jetzt halt überlegt, dass ich das aber nicht unbedingt mache, wenn gerade der große Hype dran ist, sondern wollte mir das einfach als Herzensangelegenheit auf ein paar Wochen und Monate später verschieben. Und dann würde ich sagen, schauen wir da jetzt einfach mal rein in das Video. Und ja, so, mache ich erstmal meine Hintergrundmusik aus. Und wechseln mal darüber. Ich mache hier noch ein bisschen lauter. Dann habt ihr auch ein bisschen mehr was davon und dann geht's los. Ich muss auch meine Kopfhörer ein bisschen lauter machen. Ich halte direkt mal an, ne? Alleine dieser Style ist schon so richtig geil. Richtig schöner Assi-Look. New Kids Turbo muss ich direkt dran denken. Dann halt noch irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, Porno-Zuhälter, Fukuhila-Style mit dem Pink im Hintergrund etc. Ja, und dieses, ja, natürlich auch eine Hommage an den guten alten, oder an die guten alten Scooter. Also A, natürlich Hyper Hyper, der Name des Tracks, aber auch dieses Düt, 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 ist so typisch Scooter-Melodie. Und diesen Mix, das zu machen, mega mutig. Ich glaube, die Jungs wurden selber von ihrem Erfolg damit überrollt. Und man sieht auch, wie die Jungs selber, guckt da gerne nach, sich Reaction-to-Videos angucken von ihren Video. Also quasi, man hat ein Reaction-to von Reaction-to. Und hier auch nochmal die Bitte, wenn euch das Lied gefällt, lasst den Jungs einen Klick da, gebt denen den View, lasst einmal das Lied nochmal komplett durchlaufen, ohne dass ich einmal dazwischen immer quatsche. Denn ich will hier den Originalkünstlern keine Klicks oder ähnliches klauen. Ich mache es einfach nur, weil ich Bock drauf habe. Ich eventuell euch auch die ein oder andere Band vorstellen kann. Mein Spektrum ist da recht breit gefächert. Und ja, alles, woran ich dran Spaß habe, wird irgendwann mal hier kommen. Und dementsprechend, ja, schauen wir da einfach jetzt mal ein bisschen weiter, bevor das Video gleich schon wieder durch ist. Move your body, girl, all night long. Hyper, hyper, you're pretty and I like ya. You're gonna be my girl all night long. There's a fire on the floor anytime you enter the club. Ich finde diesen Übergang einfach so, so mega und stimmlich hat es der neue Sänger auch richtig gut drauf, finde ich. Also das ist tatsächlich immer ein schwieriges Thema, wenn bei einer Band ein neuer Sänger reinkommt und ja, ne? Aber ich würde sagen, das passt einfach wie Faust aufs Auge und ich muss immer noch über den Fukuhila-Style da lachen. Einfach mega cool. Und
Wo haben wir sie? Ah, das war zu weit. Wieso springt das immer so weit? Habe ich das irgendwann? Oh, da ist sie übrigens. Das Model oder so finde ich auch relativ cool gewählt. Irgendwie total krass emotionslos. So, weiß nicht. Einfach so überkarikaturisiert. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber genauso halt, ne? Mega geschminkt, Tattoos und so von wegen, ja, wir müssen mindestens eine Quotenfrau dabei haben, weil Sex sells und so weiter. Aber auch das ist schon wieder so nicht billig gemacht, sondern durch diese Karikatur relativ gut dargestellt. Also passt einfach zum gesamten Humor des Videos. Auch nachher noch einzelne Szenen mit der Lady, ob sie dann mit diesen Softbällen dann da steht oder etc. Es passt einfach zum Humor. So, weiter geht's. Wenn das gerade mal nicht megamäßig Scooter-Style war, ne? Also absolut. Und auch hier schon wieder, ne? Die Lady mit den Wasserpistolen. Das ist einfach, ja, man sieht die Karikatur einfach auch. Ja, ich denke mal, sage ich nicht viel zu, ich lasse es weiterlaufen. So, weiter geht's. In den Videos wurde es auch häufiger mal erwähnt, dass, oder ich weiß nicht, dass hier der Schlagzeuger ja den deutschen Bachelor gewonnen hat. Also ne, bei diesem komischen, irgendwo bei Bachelorette war er halt mit im Finale und hat halt die Lady kassiert. Die haben sich dann irgendwann wieder getrennt oder sowas. Fanden wir aber halt, ich und meine Frau, megamäßig lustig, weil das irgendwie so zwei Welten prallen aufeinander. Im Endeffekt, ja gut, weiß man vorher nicht. Schade, dass es nicht geklappt hat, aber irgendwie war es schon lustig, wenn er dann irgendwie, ja, der Schlagzeuger so einer Band bei einem Fernsehformat von RTL auftaucht. Wir haben erst gedacht, keine Ahnung. Aber im Endeffekt, ja, sollen sie machen, was sie wollen. Die Musik bleibt dieselbe, die Musik bleibt geil. Der schöne 90er Jahre, ne? Also passt ja auch zu Scooter, dieser 90er Jahre Boygroup-Chorusgesang und dieser emotionale Yes und so, ne? So viele Musikarten beziehungsweise Hommagen und was weiß ich nicht alles, mega gut. Also, und ich habe ja gesagt, die haben einen neuen Sänger. Aber die Band hat eigentlich zwei Sänger. Das heißt also, einer der Sänger hat die Band verlassen und ein neuer Sänger ist dafür gekommen. Der andere Sänger ist gleich geblieben. Das wollte ich nur mal klarstellen, weil die teilweise auch live dann eben verschiedene Gesangsparten machen und das finde ich halt mega geil. Also es gibt einige andere Bands noch. Ich glaube, da mache ich das nächste Mal ein Reaction-To-Video. Die haben zwei oder mehr Sänger und ich finde, damit kann man unheimlich viel machen. Es ist was anderes, wie wenn ein Gitarrist gelegentlich mal so einen Chorus mitsingt oder ein Schlagzeuger, als wenn die tatsächlich komplett zwei Sänger haben, die kein Instrument spielen. Insbesondere live ist das eine mega mordsmäßige Dynamik. Im Regelfall. Es gibt auch Sänger, die lame sind, aber ein Sänger ohne Instrument ist meist agiler und fitter auf der Bühne. Also was heißt nicht fitter, aber er muss sich halt nicht nebenbei noch auf was anderes konzentrieren, kann sich wirklich auf den Gesang und auf die Fans konzentrieren. Und das Ganze mit zwei oder drei Sängern ist halt einfach Bombe. Also daher gesehen.
definitiv auch eine klare Live-Empfehlung von den, also für die Jungs. Jetzt kommen gleich noch zwei ganz kleine Szenen, die ich allerdings musikalisch oder stimmungstechnisch der absolute Kracher sind. Das eine ist gleich, wenn die Lady sagt Dance. Die sagt das ganze Video nichts, aber dieses Dance, das finde ich ist so gut, so getimed, natürlich auch voll durch den Tune gedreht, aber richtig, richtig geil. Und das andere ist gleich, wenn so eine Szene kommt mit, wenn dann die beiden Jungs jeweils nacheinander so ihren Kopf in Richtung Kamera drehen. Auch das, da ist so eine Sekunde, halbe Sekunde Pause im Lied. Mega, mega geil. Also A, erstmal machen, dann auch noch so time und es fühlt sich einfach so gut und so richtig an. Achtet da gleich mal drauf. Ich finde es herbe gut. Also das ist. Dance, baby, dance. I wanna do it. I'm gonna let the blood run the brains of the blood. Schön richtig rausmotzen. Wieder groß machen. Wie geil ist denn bitte dieses Timing, so dieses und dann geht's richtig weiter. Das feiere ich total. Ja. Und es geht ja noch weiter, ne? Jetzt kommt ja gleich noch das Schöne, wo die Tanzsportgruppe sich quasi so aussieht, als wenn sie das Video sich im Fernsehen anguckt und dann selber noch eure Choreografie da reinhaut. Auch das ist wieder so richtig geil, 80s-Style oder Gymnastikgruppe im Fernsehen gucken. So viel richtig gemacht. So viel einfach nur als Punktlandung richtig gemacht. Und ich sehe schon wieder, ich quatsche viel zu viel. Wir sind jetzt schon bei 12 Minuten oder so. Ich lass laufen, es ist geil. Jetzt, genau. Richtig schön rausgerotzt, rausgekotzt und ich sag mal so, da kann man wirklich sagen, da kann man 3 Minuten Hochleistungssport zu betreiben, tanzen, Headbang, was auch immer. Ich glaube, da überschneiden die Genres sich einfach. Es ist einfach so, so gut und ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Klickt die Band, guckt euch auch gerne noch ein paar andere Videos an. MC Thunder kann ich zum Beispiel auch sehr empfehlen, hat auch so einen gewissen eigene Art von Humor, ist ein bisschen ruhiger, aber ist einfach auch, hat, ja, wie gesagt, hat wieder ein bisschen Eigenhumor und auch so ein paar andere Sachen kann ich euch empfehlen. MC Thunder 2 gibt es auch, das ist so ein bisschen auf Asia-Style getrimmt und auch die alten Sachen, da ist nicht ganz so viel Spaß drin. Aber musikalisch mit Elektro und Hardcore gemixt, haut ordentlich in die Fresse mit richtig geilen Melodien. Schaut euch die Jungs mal an, gern auch mal irgendein Live-Video von, da sind die auch immer ganz lustig drauf. Und ja, was soll ich nur sagen? Das war mal wieder ein kleines Reaction-To-Video von mir. Falls ihr bis hierhin gekommen seid, cool, danke.
Schaut auch gerne mal bei mir im Livestream rein. Ich bin meistens von Montags bis Donnerstag so ab 17 Uhr online, 2 bis 4 Stunden. Ich spiele in der Regel Taktik- und Rollenspiele, quatsch aber auch immer wieder gerne über Festivals, Musik, Mittelalter und natürlich Tabletop, Brettspiele etc. Ihr seht es in meinem Hintergrund, ist ein bisschen nerdig und ja, herzlich willkommen. Ich heiße euch gerne mal persönlich willkommen und dann können wir auch ein bisschen quatschen über Reaction-Tour-Videos. Macht mal Vorschläge. Habt ihr vielleicht eine geile Band, die ich noch nicht kenne? Oder vielleicht, ihr wisst ja nicht, ob ich die kenne, aber schlagt es einfach mal vor. Ich schaue mir gerne andere Bands an und auch kleinere. Ich habe auch schon ein paar Sachen aus dem Hip-Hop und ein bisschen Europod-Reggae. Da kann was Lokales bei sein, kann was aus einem anderen Genre bei sein. Kommt einfach vorbei, stellt mir die Band vor, quatscht ein bisschen und dann schauen wir mal weiter. Ja, ich denke, ich habe schon wieder viel zu lange gequatscht. Ich bin jetzt ganz schnell raus und beim nächsten Mal gibt es dann tatsächlich nochmal eine Band mit 2 bzw. 3 Sängern. Muss ich mal gucken, welche von den beiden, die ich gerade im Kopf habe, nehme. Vielleicht sind es auch mehr Sänger. Ich muss mal gucken. Ich habe da so ein paar Sachen im Petto. Egal, ich bin raus. Ich wünsche euch was. Bis dahin, euer Balfemore. Ciao.